Hallo und herzlich willkommen zurück bei Gwent. So, dieses Mal am Anfang erstmal ein paar Fässer öffnen können. Schauen wir mal, was da alles so hübsches drin ist. So, hey, noch ein Zwergensöldner. Und Verstärkung. Okay. Was haben wir denn hier noch? Ein Dier? Ganz bestimmt nicht. So. Ja gut, dann werden wir wahrscheinlich den Infanteristen nehmen. So, weiter. Weiter. Noch einen blauen Streifen kann man nur. Jetzt mehr! Schon wieder Thymerische Infanteristen. Und Wetterkarte ausspielen. Sand. Mehr drumherum vielleicht für Skellige. Außerdem ist das mit Animation das Ding. Die anderen nicht. Nehme ich die, weil die ist dann auch mehr Dings wert, mehr Scraps wert, wenn ich die zerstören sollte. Seltsam. Na gut, egal. Nehmen wir die. Anna hat mich jetzt auch nichts angeschrien, dass ich das unbedingt haben musste. Und naja. Wollen wir dann, glaube ich, mal auf Bling gehen. So. Was haben wir noch? Okay, damit kann ich eine Goldenheit wieder auferstehen lassen. Ich werde eine Bronze, sondern kann aus dem Deck was generieren und eine Kopie davon. Ich schicke die andere ins Deck zurück. Schon das Goldkarte, weil ich viel Skolte spiele, wäre vielleicht interessant, aber ich sehe jetzt nicht, wo ich die unbedingt brauche. Weil ich könnte davon mehr von meinen Zwergenjungs generieren, aber ich müsste dann halt irgendwie die Möglichkeit haben, die auch noch zu ziehen. Nicht sicher. Während Vermon Roche ist halt schon an sich eine nette Karte. Ich habe zurzeit kein Temeria-Deck, aber ist halt an sich ist der nicht schlecht. Mit 3 Schaden, wenn man das so wird, und noch Kommando mit blauen Streifen und normal machen. Also generell halte ich das für die interessanteste Karte. Ich sehe nie. Im Moment nicht, wie ich die einsetzen würde, weil ich suche schon einen Ersatz für Synthesis so ein bisschen. Aber ich sehe jetzt nicht, wie sehr der Ersatz ist. Ja, Roach, nehmen wir dich, du alten Awesome. So, weiter. Da habe ich, glaube ich, mehr Zwergen sollten, als ich haben kann. Aber kann das Scharfschütze habe ich noch nicht. Glaube ich. So. Ich glaube, ich nehme noch eine Impera-Brigade. Das Gefühl, die werden im Nilfgaard-Spionage-Deck werden die durchaus lustig. Ich habe davon jetzt effektiv schon 3, weil ich davon eine auch mit Wimmelbild habe. Also mit sich bewegendem Bild. Okay. Dann habe ich schon 3. Warum ich davon schon 3 habe? Schmuggler. Dann habe ich auch schon 2. Wenn ich sehe, ob ich davon noch einen dritten brauche, deswegen werde ich den Hafka-Schmuck noch nehmen. Aber wenn ich den auch jetzt nicht sehe, wo ich den Einsatz weg davon habe. Dann machen wir weiter. Hier, komm, gib Gas, Mann! So. Strömender Regen. Und Gesandte. Hm. Ja, ich glaube tatsächlich noch nicht. Den hätte ich gerne gehabt. Vielleicht wird er irgendwann nur aus dem Nilfgaard mal was. So, was haben wir hier denn hier? Silber und Rare. Schwörungskreis kann lustig sein. Deathmold ist eine interessante Karte, weil die wie meine Magierin, dessen Namen ich jetzt schon vergessen habe, ich ersetzend zugefügt habe, halt diverse Sachen machen kann, je nachdem, in welcher Situation ich mich gerade befinde.
und Djengefret. Interessant. Wäre, glaube ich, für einen Skellige Schaden zufügen und verwandeln weg, wäre Djengel richtig gut. Deathmold wäre halt eine schöne Karte in Temeria. Temeria hätte es vielleicht ein bisschen besser bei mir gewonnen, weil ich jetzt Vernon Roach auch noch bekommen habe. Der schon das bisschen stärker machen könnte, das Deck. Ich nehme Deathmold, werde wahrscheinlich irgendwann Djengelfred auch noch herstellen, aber ich nehme erstmal Deathmold. Deathmold? Deathmold, klingt mehr Metal. So, was haben wir denn hier? Okay. Wieso kriege ich immer Diener der wilden Jagd? Ich hasse diese Karte. Go away. So. Den. Ich glaube, schon mindestens dreimal jetzt die Möglichkeit. Willst du noch einen Diener der wilden Jagd haben? Alter, nein. Ja, habe ich schon drei. Nehme ich, glaube ich, noch ein Kommando der blauen Streifen. Ich glaube, ich habe davon auch schon welche, aber mit einem anderen Bild. Ups. Kommando der blauen Berge. Ich habe einmal gegen ein lustiges Skulltech-Deck gekämpft, wo der Hauptsinn und Zweck davon war, diese Typen zu rufen und immer wieder zu rufen und dann so weit rum zu verschieben, dass die extrem stark wurden. War ein lustiges Match, ich muss schon sagen, von der Idee her war das nicht schlecht. Oh, Kairn. Interessant, wenn ich Monster-Deck spielen würde. Das ist eine neutrale Karte, scheint. Schiebe 5 benachbarte gegnerische Einheiten in die Reihe darüber und füge ihnen 2 Schaden zu. Oh. Ich hätte lieber Geralt Igni. Coral. Bro. Wähle eine Einheit aus und füge alle Einheiten in der Reihe den gewählten Einheit Schaden der Hälfte ihrer Stärke zu. Das wird abgerundet. Interessant. Macht gut kaputt, Geralt verschiebt. Nicht sicher, ob das immer gut ist, weil wenn man zu viele Einheiten von den Gegnern in eine Reihe verschiebt, dann kann das auch dazu führen, dass sie halt sich noch mit irgendwelchen Gruppenbuffs aufbessern. Aber es macht schon auch noch 2 Schaden. Ich meine, selbst so eine Karte mit 8 und die muss nur 2-4 Schaden machen. Ist ja schon deutlich besser als The Synthesis in den meisten Fällen ist. Von daher wäre Geralt Art wäre halt ein Ersatz für The Synthesis. Ob ein besserer Ersatz ist eine andere Frage, aber. Coral ist halt auch nicht schlecht, aber ich habe halt irgendwie noch keine Idee für so ein richtig gutes Temeria-Deck. Ich weiß es nicht. Ich werde erstmal Geralt Art nehmen. Ich hätte lieber Geralt Igni gehabt, wenn ich die Wahl gehabt hätte, aber nehmen wir erstmal Geralt Art. Schauen wir mal. Weiter. Gupi. Die Königinwache habe ich noch nicht. Bräuchte ich aber für Skellige Deck. Für Skellige bräuchte ich aber außerdem noch Ceres. Die habe ich auch noch nicht. Ich nehme trotzdem erstmal die Königinwache. Ich würde das Deck auf jeden Fall irgendwann mal bauen wollen. So viele Decks, die ich bauen will. Nilfgaard, Skellige, nördliche Reiche, Monster, Monster nicht. Monster kann mir gestohlen bleiben. So. Jetzt mehr! Okay, Dämon, Piraten, Kapitän vielleicht. Seuche habe ich auch schon. Ich denke, ich nehme Dämon, Piraten, Kapitän. So, weiter. Wir sind bald durch, glaube ich. Sorry, dass das mit dem Karten noch so lange dauert. Man kann sich anders als... Wow. Wow, Legendary Skeletal Incoming. Hype!
Ugh. Synthesis. sorry. Sorry, Synthesis. Dann nehmen wir Speer. So viel zum Thema Hype. Hashtag Hype is overrated. Oh, Königinwache mit Special Build. Sagt mir das recht hier. Wolltest du nicht Skellige machen? So. Jetzt werde ich gewählte Bronze-Wetterkarte aus deinem Deck raus. Interessant. Dann kann ich halt quasi Wetter im Deck haben, muss die aber nicht unbedingt separat spielen. Ist aber zufällig gewählt, okay. Tendenziell interessant. Aber ich glaube, ich werde erst Skellige Deck machen, bevor ich mich dann irgendwie nötig Reihe versuche. Roach hin oder her. Vernon Roach. So, was haben wir denn hier noch Hübsches? Markermann Verteidiger habe ich schon drei, danke. Von Mann und der blauen Streifen habe ich mittlerweile auch schon mehrere, auch wenn ich jetzt mit diesem Bild da nur einen habe. Ich glaube, ich werde tatsächlich mal die Harpie nehmen. Anders als in der Close-Beta werde ich, glaube ich, mein Monster-Deck nicht komplett zerstören und das halt wird dazu nutzen, um Karten zu basteln, was ich damals, glaube ich, gemacht habe. Aber ich werde es wahrscheinlich erstmal nicht spielen. Weiß ich nicht. Vielleicht irgendwann später mal. Oh boy. Und Einheiten auf der Hand enthüllen und dann gehen wir schon Einheiten Schaden in der Höhe der Stärke zufügen. Das ist ganz schön krass. Es gibt bei Nilfgaard schon Karten, die 8 oder 10 Grundstärke haben. Saskia! Ich werde tatsächlich Saskia nehmen. Ja. Auch wenn Leo Bonn hat durchaus auch eine, ich finde, sehr interessante Karte heute. Ja. So, was ist das hier? Okay, das waren erstaunlich viele Legendaries für 15 Pakete. Nicht schlecht, gut. Dann jetzt spielen wir aber erstmal auch noch ein bisschen was. Obwohl, will ich gleich das Deck verändern? Ich glaube, ich will gleich das Deck verändern. Moment. Ich glaube, ich werde dann jetzt ein paar. Nein. Ich glaube, ich werde dann tatsächlich zwei Änderungen vornehmen. Ich werde herrschaftlichen Erlass rauswerfen und. Sorry, Synthesis, aber du wirst ersetzt durch. Saskia. Ja. Und. Geralt Art, denke ich mal. Warum Saskia meiner Ansicht nach sinnvoller als Synthesis ist, dass sie mit Befehle rufe, wird sie halt automatisch mitgerufen, sobald ich meine Anführerfähigkeit benutze. Von daher ist das Ziel, sie nicht auf der Hand zu haben, sobald ich meine Anführerfähigkeit benutze, also wahrscheinlich irgendwie in der ersten oder zweiten Runde. Und dann kommt sie einfach aus dem Deck zusätzlich dazu, als Goldcard, weil sie halt Befehle rufe hat, um noch zusätzliche 7 Stärke zu bringen. Das bringt mir, glaube ich, mehr als die Flexibilität, die mir herrschaftlicher Erlass oft gebracht hat. Weil manchmal war es halt hilfreich, dass ich mir damit aussuchen konnte, so, ich möchte jetzt gerne Triss haben oder ich möchte jetzt gerne Geralt haben. Aber so ist es, glaube ich, im Großen und Ganzen besser. Und ich habe Geralt Art. Tja. Schauen wir mal. Ich kann mir das mit Nilfgaard lustig vorstellen. Weiß nicht, ob das richtige Deck dafür ist, aber es ist halt schon eine okaye Karte, würde ich mal sagen. Ich würde es aber einfach mal erstmal ausprobieren. Schauen wir mal. Vielleicht fliege ich damit auf die Nase. Gucken wir mal. Stirb, du Wurm! Ha!
Geht doch nicht Monster schon wieder. Wenn's eng wird. So. Ich gerade erläuterte, Saskia muss raus. Geh's raus! Eda behalte ich mal. Bin mir sicher, ob ich sie für Wettereffekt aufheben oder für was anderes benutzen werde. Theoretisch könnten wir meinen Zwergen sollten noch ein bisschen rumschieben. Hacker. Am meisten Monstern haben das nicht jetzt so viel gebracht. Schauen wir mal. Barclay. Okay. Ich hätte schon gerne Wetter aufheben, Karte. Schade. So. Was machen wir denn jetzt zuerst? Ich hatte eigentlich fast überlegt, mit Ida Gwent-Zeichen zu holen, aber. Ich habe weder mehr Zwergen, ich habe weder mehr Hackermann-Verteidiger gezogen, noch irgendeine andere Wetteraufheben-Karte. Und ich hätte schon gerne noch irgendwas gegen Wetter in der Hinterhand. Deswegen werden wir jetzt einfach zuerst. Wir werden es schaffen. Ha! Geht doch nicht über den Zwerg, wenn's eng wird. Einfach Japen holen. Den Widerlingen steht ein Universum aus Schmerz bevor. So. Haben wir wieder aufreagiert. An seiner Stelle hätte ich vielleicht, hätte mir vielleicht überlegt, so, vielleicht lasse ich das einfach. Als ihr habt überlegt, können wir mal schauen, was wir dann noch machen. Lohede Wahl. Will er mir mit beißender Frost anfangen? Zurzeit habe ich nur was in der letzten Reihe. Weiß nicht, ob er, wenn er noch Verbrennen auf der Hand hat, Verbrennen jetzt schon gespielt hätte. Ein riskanterer Zug wäre halt, ihn mit Schwalbentrank zu buffen. Ich glaube, das mache ich aber nicht. Ich werde, glaube ich, Dennis spielen. Obwohl, dann habe ich beide auf gleicher Höhe. Das ist ungünstig. Sehr ungünstig. Huch, nein. Mahakam! Wenn er das Beißen Frost spielen will, muss er das in irgendeine Reihe spielen und ich kann die Einheit, die davon erwischt wird, in die mittlere Reihe ziehen oder woanders hin. Es gibt keinen Kopf. Hey Mann! So. Dann werde ich jetzt den Hackermann-Verteidiger auch mit zwei Tank buffen. Ah, da ist der Frost. Hat noch jemand Fusel übrig? Zeit und Raum haben keine Geheimnisse für uns. Okay, Meets. Ich könnte das jetzt mit Ida aufheben. Weiß nicht, ob es mir das wert ist. Er hat schon zwei Wettereffekte gespielt, immerhin. Schiebe ich ihn jetzt noch in die letzte Reihe. Klar, komm. Erlauben wir uns den Spaß. Ich meine Zunge damit zu strapazieren. Oh Gott, du bist so, unfassbar, ey. Hä? Beißende Frost kann wahrscheinlich nicht auf die letzte Reihe gelegt werden. Ist das das Problem? Ich vermute mal. So, ich könnte jetzt immer noch Dennis spielen. Wo eh schon mal relativ viele Zwerge noch auf dem Feld liegen. Ich würde auch alle weiteren, die noch kommen, buffen. Ich weiß nicht, warum er die Runde nicht einfach schon aufgegeben hat. Zwergen sollten da vielleicht so oder so, aber die anderen nicht. Von daher, aber Dennis kriegt dann ständig Schaden. Lass ich es einfach mal so. Wenn die Runde noch gewinnen will, muss man noch mindestens eine Karte spielen. Wahrscheinlich mehr. Also vielleicht auch mehr, ich weiß es nicht. Davon ab, was er noch alles hat. Er hat doch noch ein Verbrennen, na gut. Kannst du es auch mit einer Karte gewinnen? So.
irgendwo verbrennen brauchen, vielleicht. Na, was spielen sie? Zero. Okay. Sind die beide auf 10? Da Tschüss im Einsatz bringen oder Altsus, glaube ich, eben Altsus noch auf für eventuell auftauchende Reiter. Ich denke, ich werde erstmal Dennis spielen. Wie wäre es mit dem Schlag auf den Kopf bei der Gelegenheit? Das hätte auch verarschen, Mann, ey. Der nächste Wettereffekt. Jetzt die Frage, wie ich das mit Ida und mit meinem einfachen Wettereffekt aufnehme. Ich werde, glaube ich, tatsächlich den Tagesanbruch benutzen. Will nicht zu viel investieren, weil ich eh gerade schon vorne liege. Jetzt noch zusätzliche Stärke aufs Feld zu werfen, um aufzuheben, ist halt, glaube ich, unnütz. Wenn er jetzt gerne noch seine Anführerfähigkeit benutzen will, um das gleiche nochmal zu machen, dann kann er das wegen mir tun. Schätze ich das für die Reiter, interessant. Ja, dann ich weiß, was das bedeutet, mein Freund. Hast wahrscheinlich noch zwei auf der Hand, mindestens. Da müssen wir mal was gegen machen, bevor das hier ausartet. So, Barclay. Mahakam! Zwergen schon mit so. Schon mal zertrümmerte Kniescheiben gehabt? Ich würde an seiner Stelle jetzt passen. Liegt relativ weit hinten. Wüsste nicht, was er für Kombos abziehen will, dass er diese Runde noch gewinnt. Mit erträglich vielen Karten. Der Tod ist gekommen. Ach. Dieser Hund. So. Triss oder Gerard Igni? Gerard Igni gibt 8 und macht 4 Schaden. Triss gibt 5 Schaden. Erstmal tschüss. Was kann ich tun? Obwohl, naja. Gerard Igni wird wahrscheinlich an Effektivität eher abnehmen. Oh, hast keine weitere mehr davon im Deck. Kannst du nicht zählen? So, er hat jetzt nur noch eine Karte vor Hand. Ich bezweifle, dass er eine Karte hat, mit der er 15 Stärke kriegt. Ich will nämlich ungern noch eine Karte spielen. Ich werde es passen, wenn es sehr riskant ist. Wenn er 15 Stärke jetzt noch mit seiner letzten Karte kriegt, dann bravo. Glückwunsch. Ich wüsste aber nicht, mit welcher er das auf die Reihe kriegen sollte. Karen vielleicht. Irgendwelche verrückten Karen-Kombos, aber. Sonst sehe ich das jetzt nicht. Gut. So, ich habe noch 2 mittelmäßig starke Karten und verbrennen. Ich hätte lieber irgendwas mit Stärke. So. Du will hoher L! Hm.
Sollte das auch noch Wettereffekt hat, von daher werden wir jetzt mal Ida mit Nebel einsetzen. Aber das ist halt, was ich an der, was ich an Ida gut finde, ist halt, sie ist halt flexibel. Das macht sie zwar kaputt, aber ich habe immer noch jede Menge Stärke. Spitzel erwartet die Klinge. Gut. Weiter. Ich hatte gehofft mit den Karten, dass ich irgendwie noch meine Gold ein bisschen verbessere. Genug geredet. Ran an den Speck. So. Jetzt haben wir denn dieses mal hübsches. Wir haben gleich von Anfang an und Dennis von Anfang an. Alaskia, kannst du mal wieder. Du kommst sofort. Keine Sorge. So. Zwergensöldner, Mahakaman, Wachen, Scharmützer. Ich hätte gerne noch irgendwas mit gegen Wetter. Ich habe davon schon zwei. Ja. Nehmen wir das. So. Theoretisch könnte ich mit Art könnte ich die Eier zerstören und jetzt in diesem Zug schon aktiv werden lassen. Aber schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Könnte sein, dass da irgendwelche verrückten Sachen passieren mit ich bin noch nie weggelaufen. So irgendwelche verrückten Sachen passieren, wie er will jetzt schon anfangen, die Eier zu verspeisen mit einem Vran. Wie hieß der nochmal? Vran irgendwas? Vran-Soldat? Ne, wahrscheinlich nicht. Dann geht mich extrem peripher, was du da machst. Fusel übrig. So. Jetzt kannst du dich immer, Dennis, weiter wieder verschieben. Ist nicht fair, Mann. So. Ich könnte es mit Ida aufheben. Kann man einfach nochmal verschieben. Müssen das zurückschieben, schiebe ich wieder zurück. Wollen wir ein bisschen ihr Hütchenspiel für fortgeschritten. Irgendwelche letzten Worte. Ja. Zeit und Raum haben keine Geheimnisse. Ja, schön. Damit kannst du die letzte Reihe anscheinend nicht einführen. Sei der Typ eben. Kann damit letzte Reihe einführen. Hat der Typ eben irgendeinen seltsamen Fehler gemacht? Egal, wir haben noch Ida. Es nahen die Zeiten der weißen Kälte und des weißen Lichts. So, ich kann die Runde jetzt auch noch gewinnen, indem ich einfach Japen spiele und Japen bleibt auch da, deswegen werde ich mir jetzt diese Runde holen. Die Beine aus. Saskia, komm gleich noch zum Einsatz. Muss ich auf die Hand kommen. War ruhig. So. Willst du meine Axt zu spüren bekommen? Mich verarschen. Was in einer Reihe und der Reihe darüber? Ich kann leider nicht nochmal verschieben. Ich habe davon auch nur zwei. Anderen Wetter aufheben habe ich im Moment auch nicht.
werde ihn trotzdem mit Schwalbendrang buffen. Wenn er verbrennt, wäre das natürlich böse für mich, aber nicht viel, was ich dagegen machen kann, glaube ich. Aber ich könnte es in schönen Goldkarten holen. Ja? Ich knie vor niemandem. Ha, geht doch nicht über den Zwerg, wenn's eng wird. Jetzt, Leute. Schauen wir mal, was wir da kriegen. Hackermann und Wache. Für Markham! So. Salavaka. Mach mal. Er muss die Runde noch gewinnen. Ich krieg jetzt jede Runde 4 Schaden, aber er ist erst bei 10. Das reicht noch nicht ganz. Eine muss er noch spielen. Es gibt keinen Kopf. So. Schwalbentrank ich lieber eine Karte zu spielen. Ja, Wetter aufheben ist gut. Kein Krieger der wilden Jagd. Ein Kairn. Ugh. Deine Hand stärke diese Einheit dann um weitere 8. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. So, dann wollen wir mal hier. Wie lebt es sich? Stärke aufs Feld bringen. Na prächtig. So. Tja. Was machen wir davon zuerst? Hat er noch Wettereffekte? Ich bezweifle es fast. Ich habe bisher noch keine Bronzekarte gespielt. Deswegen halt irgendwie 3 Karten in meiner Hand irgendwie so relativ witzlos sind. Und Hacker, ich weiß nicht, ob er noch irgendwas hat, was ich bis Lock wegmachen will. Wahrscheinlich nicht. Deswegen. Genug gequasselt. Gucken wir den mal. Klar, hat noch eine Goldkarte. Ist richtig. Sehe ich auch so. Man kann es auch mal irgendwas anderes spielen, vielleicht. Ne? Wenn er jetzt noch einen Wettereffekt für den Nagenfrei hat, bin ich aber total am Arsch. Gucken wir mal. Willst du meine Axt zu spüren bekommen? Willst du mir doch ver... Was? Du hast alle 4 Goldkarten im letzten Zug. Ne, ist klar. Ich gebe auf. Pff. Letzter Zug, 4 Goldkarten. Ich glaube, es hackt. Verdammte Axt. Ich hätte mir das Wetter aufheben müssen anscheinend. Aber wer erwartet denn, dass er einen Ragnarok in der letzten Runde auf der Hand hat, ey? Einer geht noch, komm. 4 Goldkarten auf der Hand, ja, nee. Und irgendwas, was er verzehrt hat und relativ viel Stärke hatte. Mit 10, minus 10, 14. Was mit 6 Stärke. Wahrscheinlich ein Reiter der wilden Jagd. So. Ja, sieht das relativ gut aus, finde ich. Die sich quasi noch genau suche, weil ich eigentlich ziemlich alles habe, was ich möchte. Zwergen sollte, ne? Fällt mir. Jetzt werde ich jetzt was abschließen. Ich habe Wetter aufheben, ich habe Ida, ich habe Quen und meine Zwergenjungs. Ja.
Tschüss, Einsatz. Das wird kein zweites Sonnen. Warst du noch einer von? Wie wär's mit einem Schlag auf den Kopf bei der Gelegenheit? Willst du so Wettereffekte spielen? Ich habe verschiedene Möglichkeiten, mit seinen Wettereffekten zu agieren. Ich kann wieder verschieben. Was ich aber, glaube ich, nicht machen werde. Ich kann es einfach ignorieren und weitere Goldkarten spielen. Ich kann nämlich zum Beispiel mit Bruver kann ich jetzt noch Japen holen. Schauen, wie er darauf reagiert. Und nebenbei kommt auch noch Sasuke raus. Von daher werden wir das, glaube ich, mit tun. Genug geredet. Rang an den Speck. Oh, den Widerlingen steht ein Universum aus Schmerz bevor. Wenn man weiter einen Wetteffekt spielt, dann lohnt es sich langsam für mich, den noch aufzuheben. Ja, so viel zu dem Plan. Kriegt zurzeit nur einen Schaden pro Runde. Wenn er die Runde haben will, kann er die gerne haben, aber er muss dafür noch eine Karte spielen. Ist das mein Deal, den ich ihm vorschlage? Ich wollte jetzt ungern meine Hakamat-Verteidiger dann die erste Reihe spielen, wenn er schon Frost liegt und nur wegen der einen Reihe jetzt nicht das ganze Wetter aufheben. Ich habe versucht, noch ein zweites rauszuholen, aber er hat das anders beantwortet. Was ein gutes Recht ist, aber schauen wir mal. Wenn er noch einen zweiten Frostgiganten hat, dann wird er wahrscheinlich den spielen. Eisriesen? Und zum brauche 6, weil ich noch einen Schaden kriege. Es gibt keinen Kommen. Es gibt 3 Schaden. So. Ja, das reicht. Hütchenspiel. No, brauche ich davon denn weniger? Das brauche ich, falls Reiter kommen. Zwergenscharmützer sind gegen Reiter auch nicht schlecht. Wieder ist gut. Ich werde das einfach so lassen. Mal sehen, wie ihr hier durchhaltet. Ich bin mir relativ sicher, dass er noch Wettereffekte spielen will, wenn er mit der Karte rauskommt. So. Schauen wir mal an. Jetzt wird er wahrscheinlich das in die Nahkampfreihe legen. Ziel ist, dass er 2 davon spielt. Und ich die dann aufhebe. Der erste Schaden davon wird durch das Schild geblockt. Hätten auch ausschalten können, aber ich will mir das wirklich für mögliche Reiter der wilden Jagd in der Hinterhand verhalten. Die letzte Reihe. Okay, gut. Trenn die ruhig. Dann erwischen deine Wettereffekte nicht beide. Nur zu. So. Liegen da beide gleichzeitig? Will ich die einzeln verschieben? Ich denke ja. So. Wetter aufheben, liegt mir da noch nicht genug Wetter? Wir müssen zusammenbleiben. Ist traurig, das zu sagen, aber es ist leider so. So. Aber wenn er noch ein Wetter spielt, dann hebe ich es natürlich gerne auf, aber. Eins ist mir zu billig. Hätte ich mir irgendwie Clio aufheben müssen. Ich meine, aber ich kann ihn immer noch mit Alzus Donner schwächen. So, schieben wir den anderen auch. Hat noch jemand Fusel übrig? Ich spüre starke Magie.
Fangen wir jetzt mit Alzuson. Ich hätte das andersrum machen müssen. Ich hätte Schwergenschar mit zu spielen müssen und dann Alzus. Das war dumm von mir. Ganz ehrlich gesagt. So. Das war echt Fehler. So. Ja. Kann jeder machen. So. Schon mal zertrümmerte Kniescheiben gehabt? Zerstören wir den jetzt ganz. So. Wie viele Goldkarten hat der Gegner schon gespielt? Kommt jetzt wieder verrückter, ich spiele nur Goldkarten im letzten Zug. Ich werde mal einen Tagesanbruch austauschen, hoffen, dass was Besseres kommt. Wie dazu? Wenn er verbrennen hat, erwischt mich das natürlich hart. Hier aus. Wieder. Es waren die Zeiten der weißen Kälte und des weißen Lichts. Es gibt keinen Kopf. Nicht ganz. So. Klar, spielen wir Geralt Art jetzt. Zart. Ich will dir nach dem letzten Tropfen aussagen. Oh, hat das Spiel nicht gewonnen mit seinem Imba-Monster-Deck. Oh. So. Ich mag Leute nicht, die dir vorm Ende rausgehen, statt mich das einfach gewinnen zu lassen. Egal. So, das war das. Beim nächsten Mal bewegen wir uns dann weiter Richtung Stufe 10. Ich glaube, wir werden nur ein Video machen vor Stufe 10 und danach können wir, glaube ich, ins Ranglistenspiel übergehen. Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.